Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Einteilung von Bakterien. Viel Spaß! Laut dem Umweltbundesamt gibt es schätzungsweise hunderttausende Arten von Bakterien. Davon kennen wir tatsächlich nur 5000. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig, aber ist vielleicht auf den zweiten Blick gar nicht so schlimm, denn 99,99% der Bakterien sind für den Menschen ungefährlich bzw. interessieren sich für uns gar nicht. Dennoch 0,001% sind pathologisch oder können Probleme für uns bereiten. Und diesen wollen wir uns heute widmen und die wollen wir mal einteilen. Also nochmal so als kleinen Vergleich, um so ein bisschen die Größenverhältnisse abschätzen zu können. In einem Kubikzentimeter Boden, also wirklich 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter, befinden sich ca. 1 Milliarde Bakterien. Anderes Beispiel, ein Teelöffel Wasser aus einem See, 1 Million Bakterien. Also da merkt man schon so, was für Größenkategorien wir so betrachten. Also jetzt aber zur Einteilung. Wie kann man Bakterien einteilen? Also das erste ist eine Einteilung nach dem morphologischen Erscheinen, also nach der Form. Da kennen wir einmal runde Bakterien und solche langgezogenen Bakterien. Die runden, also kugelförmigen Bakterien nennt man auch Kokken. Und diese Kokken kann man dann auch nochmal unterteilen in unterschiedliche Erscheinungsformen. Zum Beispiel gibt es da so zwei beieinander liegende Kugeln quasi. Das sind dann Diplokokken. Diplo. Dann kennen wir noch zwei weitere. Einmal solche Ketten. So verkettete Kugeln. Das sind die sogenannten Streptokokken. Haben bestimmt alle von euch schon mal gehört. Strepto. Und zu guter Letzt so Aggregate, quasi Trauben. Aus dem altgriechischen Trauben nennt man dann Staphylokokken. Und die, die ich hier gerade so als langgezogen bezeichnet habe, das sind die Stäbchen. Es gibt dann noch ein, zwei andere speziellere Formen, die aber auch sehr selten vorkommen. Das sind jetzt erstmal die Hauptformen, die sollte man sich auf jeden Fall merken. Also morphologische Form, entweder die Stäbchen oder die Kokken, die Kugeln quasi eingeteilt in Diplokokken, einzelne Kokken, Streptokokken sind diese Ketten und die Staphylokokken sind solche traubenartigen Aggregate. Ja, so viel zur Morphologie. Was ist die nächste Form der Einteilung, die wir kennen für Bakterien? Das ist das Farbverhalten. Und zwar ist da ein gewisser Herr Gram mal auf die Idee gekommen, Bakterien in eine Lösung zu geben und diese dann zu färben. Also er hat dann die komplette Färbung, die komplette Lösung gefärbt und die sind dann alle dunkelblau angelaufen. Dann in einem zweiten Schritt hat er eine 96%ige Ethanollösung dazu gegeben und quasi die Farbe wieder rausgewaschen. Und dann festgestellt, manche Bakterien haben ihre Färbung behalten und manche nicht. Woran liegt das jetzt? Also in einem dritten Schritt hat er dann noch eine weitere Lösung dann nochmal rot gefärbt, um die Bakterien, die sich dann im Entfärbungsprozess dann auch wirklich wieder entfärbt haben, auch wieder anzufärben. Somit hat man dann im Endeffekt alle Bakterien mit unterschiedlichen Färbungen in einer Lösung vorhanden. Wie kam das jetzt zustande? Also das bedeutet, dass dieser Mann hieß ja Herr Gram, wie gesagt. Gram positiv.
und Gram negativ. Gram positiv, blau, Gram negativ, rot. Also, wie kommt das Ganze zustande? Das hängt mit der Hülle der Bakterien zusammen. In der Hülle der Bakterien kommt ein Stoff vor, das ist ein Makromolekül, das heißt Murein. Murein entscheidet über die Dicke der Hülle des Bakteriums. Also eine Hülle mit viel Murein, eine Bakterienhülle, ist dicker. Und dementsprechend bei der Färbung, habe ich ja gesagt, im ersten Schritt wurde blau gefärbt. Im zweiten Schritt wurde dann entfärbt. Und diese Blaufärbung bleibt dann bei Bakterien mit einer dickeren Hülle, also mit mehr Murein, bestehen. Quasi zieht in diese Hülle ein. Und dadurch dann trotz des Alkohols, der dann die Farbe wieder runterwäscht, bleiben diese Bakterien blau. Im zweiten Schritt dann nochmal die Rotfärbung. Färbt dann auch die Bakterien wieder rot ein, die quasi eine dünnere Hülle, also mit weniger Murein, enthalten haben. Und somit kann man dann in einer Lösung feststellen, okay, wir haben hier gram-positive Bakterien mit einer dickeren Hülle und gram-negative Bakterien mit einer dünneren Hülle. Genau, das so viel zum Farbverhalten. Das ist auch sehr wichtig, was man für Antibiotikagaben dann wählt bei potenziell pathogenen Bakterien. Denn da für gram-positive und gram-negative Bakterien braucht man unterschiedliche. Genau, was noch als dritter Punkt? Der Sauerstoffbedarf. Kennt ihr bestimmt alle noch aus dem Biologieunterricht. Man unterscheidet aerob und anaerob. Also aerob mit Sauerstoffbedarf und anaerob ohne Sauerstoffbedarf. Da gibt es dann noch Zwischenformen und fakultativ aerob, obligat aerob etc. Das ist aber erstmal nicht so wichtig. Wir wollen uns ja erstmal nur darauf konzentrieren, auf die Basics. Und genau, so kann man dann im Endeffekt die Bakterien einteilen. Das sind die Hauptmerkmale. Es gibt noch eine weitere Sache, die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Die wird nicht so häufig genannt, aber durchaus auch sehr interessant. Und zwar, das ist die Begeißelung. Begeißelung bedeutet also, Geißeln an Bakterien sind relativ starre Zellfortsätze, die zur Fortbewegung des Bakteriums dienen. Und da kennen wir vor allem drei Formen. Ich male jetzt hier mal drei Bakterien. So. Und dann diese Zellfortsätze. Machen wir einmal hier einen. Dann haben wir hier mehrere. Und dann haben wir hier sowas. Also, wie nennt man die jetzt? Das hier nennt man Mono. Also O. Sorry für meine Sauklaue. Monotrich. Es ist quasi nur ein einziger Geißel, sitzt monopolar an einer Seite des Bakteriums. Dann haben wir hier Lopotrich. Auch monopolar, nur an einer Seite, aber mehrere Geißeln. Und dann als drittes noch Peritrich, also in alle Richtungen Begeißelung. Ja, das war es auch schon zur Einteilung von den Bakterien. Also erstens die morphologische Erscheinungsform, sind es Kocken, also Kugeln oder Stäbchen. Dann der Sauerstoffbedarf, ist es aerob, anaerob. Dann das Farbverhalten, also gram-positiv oder gram-negativ. Und wenn man all diese Informationen hat, kann man dann schon sehr gut einschätzen, was man für ein Bakterium hat, bevor man überhaupt die genaue Art des Bakteriums bestimmt hat. Das wird dann häufig gesagt, okay, wir haben hier ein gram-positives, anaerobes Stäbchen oder so. Genau, so kann man diese Erreger dann einteilen. Und falls ihr noch Fragen habt, lasst es mich wissen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.